Hallo und herzlich willkommen zurück bei Kashi. Mir ist aufgefallen, die Folgen werden generell recht klein. Na gut, das ist auch nur 2D alles und Sprites und schön gemalt, aber hey, das ist mal kein 3D-Spiel. Ich muss nichts rendern oder so. Ich kann die Folgen so hochladen. Ich muss sie nicht kleiner machen. Ich meine, Gothic, da wird eine Folge nur an die 30 Gigabyte groß. Aber wenn ich dann mal mit einer Aufnahmesession fertig bin, habe ich dann schon so meine 200 Gigabyte. Ja, auf jeden Fall, wir sind hier wieder in Whispered World. Corona steht nun auf einer dünnen Felsnadel. Das Land ist sichtlich zerstört. Mir würde Sorgen machen, wenn ich Nett, Cedric wäre. wenn man Lampions mag. Mist, verfluchte Asthmalunge. Also meine Schlafzimmerlampe ist zufälligerweise ein Lampion, weil es schön aussieht. Yippie, ich habe es geschafft. Ich habe endlich den Schlund der Hölle geöffnet. Öffne die Tür ohne Umwege. Okay. Na, wenn die Kamera jetzt hier so sitzt, dann sieht man richtig, dass es ein Schädel ist. Aber großartig was einzusammeln, außer den Steinen gab es wohl nicht. Da habe ich jetzt nichts gesehen, was mir so ins Auge gestochen ist. Na, ich muss schon sagen, das war jetzt echt too easy. Das war jetzt wirklich viel zu einfach. Da habe ich mir jetzt ein bisschen schwerer vorgestellt. Und du siehst es ja. Das ist egal, zu einfach. Was sind das nur für grausige Flugtiere? Es sieht aus, als würden sie einen Angriff vorbereiten. Und schon wieder hast du dein komplettes Inventar verloren. Meine Fresse, du verlierst dir mehr Inventar als sonst was. Dich ansprechen? Ist er überhaupt freundlich gesinnt? Er wartet und wartet auf Blümchen. Aber er hat ihn nicht Ich angesprochen. mache ihn lieber nicht auf mich aufmerksam. Er sieht ganz schön finster aus. Okay, dann wahrscheinlich nicht uns freundlich gesinnt. Das ist vielleicht ein Askil? Was war das nur für ein Tier? Ich glaube, ich möchte es gar nicht wissen. Es sitzt felsenfest. Hier, das Horn können wir nicht nutzen. Das ist so interessant. Ist das ein Askil oder ist das kein Askil? Ich komme dem lieber nicht zu nahe. Er sieht ganz schön finster aus. Okay, wir haben hier einen Schädel. Dann sieh dir den Schädel an. Gruselig. Ein bisschen müde bin ich gerade. Ich lasse ihm lieber seine letzte Ruhe. Wenn ich tot wäre, würde ich auch nicht wollen, dass jemand mit mir rumhantiert. Hier, wir haben ein Fenster. Ich höre Stimmen. Da scheint eine Art Besprechung im Gange zu sein. Vielleicht kann ich etwas mithören. Gorni, komm her! Warum dauert das so lange? Was ist, Boss? Es ist soweit. Der König wird immer schwächer. Die Truppen sollen sich bereithalten. Unsere Geduld wird sich schließlich bezahlt machen. Ja! Unsere Zeit ist endlich gekommen. Zeit! Ha! Rede nicht von Dingen, die du nicht verstehst. Die Welt zerbricht. Alles, was Struktur besaß, wird über kurz oder lang vom Fluss der Zeit hin fortgespült. Was bleibt, ist Staub und Rost, Moder, Schutt und endloser Schmerz. Du sprichst von deinen Wunden, Boss? Es ist die verstreichende Zeit, die mir zu schaffen macht. Sie ist wie Gift für mich. Sie nagt an meinem Fleisch. Sie frisst sich durch mein Blut, so wie sie sich durch das Land frisst, das langsam vor unseren Augen zerfällt. Es ist die Schuld des Königs. Er hätte die Macht, all das aufzuhalten.
Aber er ist feige und verkriecht sich in seinen Gemächern. Er wird dafür büßen. So ist es. Ja! Du wirst den König zerquetschen wie eine Nacktschnecke. Du wirst ihn auseinandernehmen und auf den Einzelteilen herumtanzen. Und die Massen werden dir zujubeln. Trampelt stärker! Trampelt stärker! Barney! Und sie werden singen. Askelia! Askelia! Garney! Und dann gibt es ein großes Fest und bunte Wimpel. Ja! Garney! Unter meiner Herrschaft wird es nichts zu lachen geben, Garney. Keine Wimpel, keine Musik. Diese Welt ist ein kaputter Ort. Ein Ort des Verfalls. Ein Ort des Todes. Gesang und Tanz. Pah! Das ist jetzt vorbei. Die letzte Stunde des Königs hat geschlagen. Und nun zurück mit dir auf deinen Posten. Ich will die Truppen inspizieren. Das müssen die Askil sein. Und sie planen einen Angriff auf den König. Wo bin ich da noch wieder reingeraten? Ach, war gerade auch, das sind bestimmt die Askil. Ein Seil. Oh, nehmen wir mit. Ausgang. Jetzt, Alter. Nein, die sind nur dafür da, um mich einzuschüchtern. Und ich darf hinzufügen, sie machen das ganz gut. Okay. Einmal. Der sieht nützlich aus. Zu dumm, dass ich nicht rankomme. Was sind das für merkwürdige Steinplatten? Es scheint eine Art Schlachtplan zu sein. Mehr kann ich von hier oben aus nicht erkennen. Kann man die Musik aufhören, immer heftiger zu werden? Ich habe eine Idee. Daraus ließe sich vielleicht etwas konstruieren. Boah, ich würde sagen, ja. Meine Medikamente machen mich wieder so müde. Heftig. Und in diesem Moment erschlug der lustige Clown die fremde Kreatur mit einem schweren Stein. So weit ist es schon mit mir gekommen. Autsch. Oh je, ich war schon immer schlecht im Knotenpulen. Hier, den Knoten kriege ich nicht wieder auf. Das war ich. Wer hätte gedacht, dass ich zu so etwas fähig bin? Wer hätte es gedacht? Unfassbar. Das ist ein Schlachtplan. Oh je, die Askel plant tatsächlich einen Angriff auf Corona. Da was einzusammeln? Wirklich, ne? Kann ich den Schlachtplan rausreißen? Ich glaube nicht, dass ich die Askel auf diese Weise von ihrem Vorhaben abbringen kann. Was ist denn hier los? Scheiße. Aufwachen! Oh oh. Was ist passiert? Wer hat dir das angetan? Ein Eindringling? In meinem Hauptquartier? Na warte. Wer wagt es? Was? Na, wen haben wir denn da? Einen kleinen Schnüffler. Ein was? Ein Schnüffler? Nein, nein, nein. Mein Name ist Sedgwick. Ich bin nur ein Clown. Ein harmloser, kleiner Clown. Weiter nichts. Ist dir klar, wo du dich befindest, kleiner Clown? Ich muss irgendwo falsch abgebogen sein. Falsch abgebogen. In der Tat. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich, Sedgwick. Die schlechte Nachricht ist, du hast einen sehr, sehr dummen Fehler begangen. Oh, und die gute? Die gute Nachricht ist, es war dein letzter Fehler. Barney! Was ist was? Bring diesen Eindringling in die Zelle. Ich will mir in Ruhe überlegen, auf welche Weise ich ihn für seine Dummheit bestrafen werde.
Na toll. Na toll. Oje, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wo ist Spot? Spot-Menü ist auch weg. Ich hab Spot verloren. Scheiße. Ha! Hier drin etwas Nützliches zu finden wäre buchstäblich wie die Nadel im... Hey, Moment mal. Da war ja tatsächlich eine Nadel in diesem Heuhaufen. Irgendjemand da oben macht sich über mich lustig. Ja, moi. Wir kommen nicht raus. Nein. Dieses Gitter hält, was es verspricht. Keine Möglichkeit zur Flucht. Da unten ist Wasser, wenn man diese trübe Brühe denn so nennen will. Und ich habe Hunger. Aber jetzt fasse ich mal zu essen. Ich bin gleich wieder da. So, da ist er wieder. Ich hätte ein paar Brote reingespachtelt. Jetzt kann ich das Spiel beenden. Weiter ertragen. Durch das Gitter kann ich eine Art Schlucht erkennen. Von diesem Wächter fehlt jede Spur. Mhm. Hey, hallo. Was ist denn da drinnen los? Was willst du, du Narr? Gott, wie der redet. Lass mich raus. Ein kühner Wunsch. Was sollte mich denn dazu bewegen, etwas so Törichtes zu tun wie das? Ich bin unschuldig. Ja, die Unschuldigen schmecken immer am besten. So zart. Es ist ein Fehler, mich hier festzuhalten. Ich muss den Weltuntergang abwenden. Ja, echt. Es wurde mir prophezeit. Ich weiß ja selbst, dass es verrückt klingt. Und unwahrscheinlich. Und erfunden. Weil es sich auch unmöglich beweisen lässt. Und dass es für dich deshalb auch kein Anlass ist, mich hier rauszuholen. Oh. Kluges Kind. Ich muss mal... Und weiter? Vielleicht willst du mich jetzt irgendwo hinbringen? Auf so eine Art Askil-Klo? Ein Pissoir? Was weiß ich? Wozu denkst du wohl, dass dieser Schacht in deiner Zelle ist? Ich könnte doch bei euch mitmachen. Oh, du machst doch bereits bei uns mit. Ach ja? Mach ich das? Ich meine, als was denn? Schlaf nach. Wozu könnten wir Askel einen Clown gebrauchen? Ich gebe auf. Ich komme nicht drauf. Kennst du das Sprichwort, einen Clown gefrühstückt haben? Wir haben ein ganz ähnliches Sprichwort. Ja. Aber es bedeutet etwas anderes. Haha, einen Clown gegessen zu haben. Badumts. Egal. Lasst mich ruhig hier drin verrecken. Was hatten wir vor? Ja. Boah. Wie hieß nochmal die Serie? Little Britain. Erinnert mich an diesen Typen mit der Flöte. Der auch immer so ganz krank ja sagt. Little Britain, ja. Solltet ihr euch mal ansehen. Ich hab Hunger. Ich habe Hunger. Du willst etwas zu essen? Nun, hier hast du etwas. Was? Was genau ist das? Doch nicht etwa Spot? Nein. Das sind die Reste der Schimmelsuppe. Der Boss wollte sie nicht mehr. Das hier wollte er nicht essen? Er ist offenbar ein echter Gourmet, hä? Du hast keine Vorstellung. Es ist das dritte Mal in dieser Woche, dass er die Hinrichtung eines Kochs angeordnet hat. Ich will mit eurem Anführer reden. Du willst wirklich mit dem Boss reden? Mit dem großen Luko? Ja,
Ja, das will ich. Ja, aber nicht mit dir. Ja. Ich will mich beim Koch beschweren. Das steht dir wohl kaum zu. Außerdem ist der Koch im Augenblick nicht auffindbar. Nicht auffindbar? Er hat den Boss verärgert. Ja. Und nun versteckt er sich. Eigentlich sollte ich nach ihm suchen. Aber ein gewisser Gefangener will einfach nicht aufhören, Rabatz zu machen. Ganz ehrlich, der Typ, der diesen Charakter gesprochen hat, Respekt. Finde ich super geil, wie du ihn gesprochen hast. Hammer. Ich habe ein paar Fragen. Von mir aus? Aber fass dich kurz. War immer dieses S. Seid ihr die Askil? Du hast es erraten. Was habt ihr mit Spot gemacht? Osloko hat ihn in einen Käfig gesteckt. Morgen kommt er in die Suppe. Aber Raupen schmecken gar nicht. Wir Askel essen nicht nur aus Hunger. Wir laben uns auch an Verzweiflung und an purem Hass. Ja. Das klingt nach einem von Opas Rezepten. Was habt ihr mal mit Suppe? Wer war vor mir in dieser Zelle? Ja. Er war ein kleines Körlchen, unser letzter Gast. Grün war seine Haut und dünn seine Ärmchen. So dünn. Es war so wenig dran an ihm. Schade, dass er so früh gehen musste. Er wusste etwas über den Flüsterstein. Ja. Aber er hatte ihn nicht dabei. Loco war sehr, sehr aufgebracht. Bobby? Ich würde ihn nicht vermissen. Loco sucht nach dem Flüsterstein? Was weiß der Clown über den Flüsterstein? Oh, ich weiß nichts darüber. Es klang nur nach einer spannenden Geschichte. Du kannst sie mir ja ein andermal erzählen. Vor allem, wenn Spot in die Suppe kommt, dann haben sie ja den Flüsterstein. Das ist dann eher so... Meh? Meine Fresse, sorry. Oh. Ich weiß ja nicht mehr, was ich nochmal zum Mute-Knopf gemacht hatte. Ich will es aber nicht testen. Keine weiteren Fragen. Umso besser. Also nicht während des Aufnehmens testen, nicht, dass ich noch was kaputt mache. Du kannst ruhig nach dem Koch suchen gehen. Ich mache auch keinen Ärger mehr. Du verhältst dich ruhig? Ja. Versprochen, mhm. Wehe, du gibst auch nur einen einzigen Mucks von dir, solange ich fort bin. Mucks? Das sieht ekelhaft aus. Igitt, dagegen ist Opa ja ein echter Fünf-Sterne-Koch. Das würde es zwar nicht schlimmer machen, aber auch nicht gerade leckerer. Und weg damit. Oh, er hat das Brett behalten. Nur 4 Sachen. Schlüsselloch. Aha. Da steckt ein Schlüssel von der anderen Seite im Schlüsselloch. Keine Chance. Meine Finger sind viel zu wurstig, um in das Schlüsselloch zu passen. Komm mal noch eine Idee. Selbst aus Heu hätte man was Leckereres kochen können. Es ist kaum noch was übrig, zum Glück. Mal sehen. Wenn ich die Nadel hier reinstecke, dann habe ich ein unförmiges Gebilde, halb Nadel, halb Löffel. Naja, besser als nichts. Idee. Ja,
Hiermit sollte ich den Schlüssel aus dem Schlüsselloch schieben können, wenn meine ungeschickten Wurstfinger mir nicht wieder einen Strich durch die Rechnung machen. Nanu, ich habe es geschafft. Ich sollte diesen Triumph genießen, solange ich noch kann. Ich werde ja bestimmt sowieso bald wieder geschnappt. Boah, wie kann man nur so negativ sein? Ich sehe dich auch ab. Lege ich dich auch ab. Hätte ich dieses Problem nicht auf eine etwas originellere Weise lösen können? Die Einfallslosigkeit dieser Aktion schmälert meinen Triumph beträchtlich. Und natürlich die Tatsache, dass der Schlüssel auf dem Tablett festklebt. Wie bekomme ich ihn da jetzt bloß los? Damit sollte ich den Schlüssel losbekommen. Jetzt sind meine Hände klebrig. Okay, wir können uns befreien. Der Wächter scheint gerade nicht in der Nähe zu sein. Na gut, schlimmer kann es ja ohnehin kaum noch kommen. Wobei ich das schon häufiger dachte. Okay, wo bin ich? Irgendwo, wo es nicht gut ist. Flashstein, Tonne, alte Seil, Seil, Brücke, Küche. Tolle Küche. Oh, hier liegen Dinge. Es wimmelt hier nur so von Fliegen. Wahrscheinlich ist es dieser Geruch von Verwesung, der sie anlockt. Soll ich etwa mit bloßen Händen eine Fliege fangen? Ich denke, du überschätzt meine Fähigkeiten. Dazu müsste ich sie erst einmal fangen. Aufspießen? Jetzt muss er wieder rumgehen, ne? Oh Gott. Das ist wohl kaum das richtige Instrument, um eine Fliege zu fangen. Du sollst nicht rumgehen, meine Fresse, ne? Ich esse Stäbchen. Ich habe es tatsächlich geschafft. Wow, ich bin geschickter, als ich dachte. Warum funktioniert das? Ich hätte nicht mal gedacht, dass das funktioniert, aber ja, okay, es funktioniert. Warum? Verdammte Scheiße, warum? Oh Himmel. Ich bin sogar zu schwach, um Pilze zu pflücken. Oh Gott. Spiel, du machst mich fertig. Du machst mich so hart fertig. Kessel, Kessel. Gong. Dinge. Igitt, hier sieht es ja aus wie bei Opa in der Küche. Ich koche lieber mit frischen Zutaten. Und mit Zutaten, die sich nicht wehren. Ich koche lieber... Igitt, hier sieht es ja aus... Oh, keine Variation. Okay, was haben wir denn hier? Glas mit gekochten Jackeiern. Glas mit getrockneten Schimmelpilzen. Eingelegten Spinnenfäden. Ranzigen Schnecken. Unheimlichen Augen. Eingelegten Käfern. Blech. Versalzenen Tintenfisch. Pilze. Ein kleiner Pilzvieh. Wie drollig. Gibt's auch irgendwo Messer oder so? Ausbeißt. Und wer bist du? Krubba? Krubba? Du bist aber ein ulkiges Kerlchen. Krubba beißt. Ist hier noch? Tisch. Himmel, ist dieser Tisch klebrig. Hier wurde bestimmt seit Jahren nicht mehr gewischt. Sonst gibt's hier nichts, okay. Das ist offenbar nur dafür da, Leuten den Appetit zu verderben. Aha. Fressraum. Wer vom Boden essen will, muss sich auch selbst die Füße abtreten. Miam. Da bekommt man doch richtig Hunger. Not really. Okay. Kröte, Holzbalken, Anzeige, Ventil, Hebel. Ein Schloss blockiert das Ventilrad. Die Anzeige steht ganz unten. Was ist das?
Ein komplizierter Mechanismus, der außerdem außer Reichweite ist. Na super. Jetzt tun sich die Probleme schon gegen mich zusammen. Ah, kommt auf jeden Fall nicht rüber. Nö. Okay, da kommen wir hoch. Ach, da oben. Ah. Ja, jetzt bin ich da. Jetzt bin er da. Hey, da war doch jemand drin. Oder ist jemand drin und ich sehe ein Messer und da noch ein Bogen. Nehmen wir. Nehmen wir. So eine Rüstung da. Wanda sieht komisch aus. Nippel. Holzhammer. Nein, ich bekomme ihn nicht einmal umgeschubst. Was kannst du eigentlich? Nein, hier ist nichts. Dabei hätte ich schwören können. Ach, egal. Da ist was. Nein, hier ist nichts. Dabei hätte ich schwören können. Ach, egal. Oh, seht ihr das Flackern? Und es sind mehrere Teile aufgeteilt. Nein, hier ist nichts. Dabei hätte ich... Moment mal, hier ist tatsächlich eine Art Geheimgang. Oh, war das schlecht versteckt. Ein Ventil. Das würde ich gern, aber es ist abgesperrt. Okay, ich brauche einen Schlüssel für Ventile. Das ist wirklich schlecht gemacht. Also gut gemacht, aber in dem Fall von schlecht von... Ah. Da. Kein Wunder, dass es dir auffällt. Es bewegt sich ja mit. Und da ist jemand drin. Den Askel, dem diese Rüstung gehört, möchte ich lieber nicht kennenlernen. Hallo? Ist da jemand drin? Nein! Na dann. Eine Idee. Sie sind fort. Fast wäre mir schon wieder die Luft ausgegangen. Aber egal. Diese Trottel werden mich nie finden. Niemals. Ich bin so pfiffig. Der Koch ist ein pfiffiger Recke. Keiner findet sein Versteck. Sie suchen in der finstersten Ecke. Sie suchen im finstersten... Was? Wie? Oh, oh. Der Koch. Aber liebe Leute, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Hauen Sie rein. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Tschüss.